Die Welt ist im Wandel und für viele scheint sich die Spirale rückwärts zu drehen. Viel mehr Kriege und Konflikte tauchen auf. Woran liegt das? Mein heutiger Gast sagt, es gibt ein geheimnisvolles Muster, das sich seit Jahrtausenden durch die Geschichte der Menschheit zieht. Und darüber reden wir jetzt mit dem Diplompsychologen Ulrich Kramer hier bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Herr Kramer. Freut mich, dass Sie wieder da sind. Vielen Dank. Wir haben uns heute ein bedeutungsschwangeres Thema vorgenommen, die Zukunft der Menschheit, die in geheimnisvoller Art und Weise verquickt zu sein scheint mit der Vergangenheit. Klingt jetzt eigentlich erstmal wie eine Binsenweisheit. Warum gelingt es der Menschheit nicht, die Dinge hinter sich zu lassen, die in der Vergangenheit schon nicht erfolgreich waren? Sie sind ja Begründer dieser Methode, die heißt Mindwalking. Vielleicht können Sie uns kurz mal erklären, was Mindwalking ist. Mindwalking ist der transpersonalen Psychologie zuzuordnen, was so viel bedeutet, dass man bei Erinnerungsarbeit alles akzeptiert, was außerhalb der eigenen Biografie liegt. Das bedeutet, man stößt unter Umständen auf transgenerationale Bilder, also Erinnerungen, die eigentlich aus dem Leben des Großvaters oder Urgroßvaters stammen, der von mir aus dem Weltkrieg verunglückt ist. Und dann hat mein Sitzungspartner mit seinen 35 Jahren Verhaltensformen, sprich Ängste oder Zwänge oder Begierden oder einen Abscheu, die zurückgehen auf Erlebnisse, die er selbst gar nicht hatte, sondern auf die traumatisierte Situation seines Großvaters in irgendeiner Situation von Schlacht und Kampf im Krieg. Und das lässt sich ja in vielen Fällen sogar nachweisen. Es ist also nicht Einbildung. Und dann gibt es telepathische Verknüpfungen, die in der Gegenwart laufen, dass jemand sich in Verbindung fühlt mit einem anderen, sei es ein Verstorbener oder ein Lebender. Und solche Dinge ernst zu nehmen und sie zu explorieren, also zu erkunden, das führt zu dem, was dann eben Mindwalking ist, nämlich ein Spaziergang durch die geistige Welt, soweit man sie persönlich abgreifen kann. Ich muss dazu betonen, dass der Sinn der Sache nicht ist, einen geistigen Abenteuerurlaub zu unternehmen, sondern die eigene Zukunft zu gestalten. Und viele Menschen, wenn ich sie frage, was würden sie denn machen, wenn sie das Problem, das sie gerade vorgetragen haben, wenn sie das nicht hätten, dann sagen die Leute, weiß ich nicht. Das Problem ist so groß, dass ich mir gar keine Zukunft ausdenken kann. Das heißt, es gibt einen Haufen Leute, die keine Zukunft vor sich haben. Oder solche, die nicht wissen, wie sie sie erreichen sollen, weil irgendein Ballast aus der Vergangenheit, den sie nicht einsehen können, weil er verdrängt ist, sie daran hindert, die entsprechenden Schritte in die Zukunft zu unternehmen. Also es ist eigentlich Zukunftsarbeit und man muss halt die Sandsäcke finden, die den Ballon vom Hochschweben, am Hochschweben hindern. Und diese Sandsäcke, wenn man sie abgeworfen hat, die führen dann zu dem angestrebten Wohlgefühl. Ja, bei solchen Sitzungen, da tauchen ja dann immer wieder auch Erinnerungen sogar an außerirdische oder irgendwelche, an außerirdische Wesen, andere Planeten und so weiter auf. Wo ist da jetzt der Punkt, wo Sie jetzt dann als Psychologe einen Schlussstrich ziehen, sagen, das ist alles Einbildung? Also erstens mal liegt es mir fern, eine Bewertung oder gar Abwertung vorzunehmen. Denn was weiß denn ich, was da draußen los ist? Aber sehen Sie, wenn jemand mir sagt, stellen Sie sich eine Sitzungssituation vor, Sie sind mein Sitzungspartner, Sie sagen mir während der Sitzung, ich habe das Gefühl, ich kriege einen kalten Strahl von hinten auf meinen Rücken. Und dann sage ich, ja, wo soll denn der herkommen, der kalte Strahl? Ja, ich habe das Gefühl, ich bin in Verbindung mit einer außerirdischen Kraft. Aha. Was sehen Sie denn da? Und auf einmal wird etwas beschrieben, was einem Raumschiff gleicht. Und dann werden Zusammenhänge erkannt und so weiter und so weiter. Und am Ende ist dieses Phänomen des kalten Strahls weg. Das klingt jetzt alles noch wie Einbildung. Aber wenn jemand sagt, mir wird auf einmal ganz kalt, oder wenn einer anfängt, einen emotionalen Schub zu kriegen, ohne irgendein Bild, verstehen Sie, dann ist ja die somatische und die emotionale Dramatisierung schon da, bevor er überhaupt das Bild hat. Und weder mag er... Also die körperliche und die gefühlsmäßige Reaktion. Weder mag er weinen und klagen, noch mag er Schmerzen haben, noch mag er Bilder von finsteren Außerirdischen sehen, denn er ist ja eigentlich hier, um rauszufinden, wieso habe ich keine Freundin.
Und dann treten diese Dinge auf und dann kann man vielleicht sagen, guter Mann, lass uns das mal, reden wir doch vernünftig miteinander. Weil das ist so heftig, dass man es gar nicht ignorieren kann. Und über die Jahre oder Jahrzehnte meiner Tätigkeit habe ich eben immer wieder von unterschiedlichen Leuten, die sie überhaupt nicht kennen, die unterschiedlichsten Geschichten gehört von fernen Welten, Raumschiffwelten, extraterrestrischen Planeten, Geistern, Dämonen, Engeln und auch historischen Zeiten, die in keinem Geschichtsbuch verzeichnet sind. Und daraus entwickelt sich halt eine Landkarte, die ich ernst zu nehmen habe, weil sie sich immer wieder bestätigt von Leuten, die ja nun miteinander nicht in einer Verschwörung sitzen, um dem Kramer was unterzujubeln. Ja, wir wollen ja über die Zukunft der Menschheit reden, aber fangen wir doch vielleicht erstmal in der Vergangenheit an. Sie haben gesagt, die Leute erinnern sich an Epochen in unserer Geschichte, die in keinem Geschichtsbuch stehen. Welche Epochen sind das? Wo würden Sie da den Beginn verorten? Was ist da passiert damals? Es gibt immer wieder die Erzählung eines Weltuntergangs, der in der Erinnerung der Menschen so dargestellt wird wie die Sintflut in der Bibel. Und wenn man sich mal ein bisschen umschaut, sieht man, dass solche Sintflutkatastrophen in vielen Volkslegenden beschrieben werden, auf ganz ähnliche Weise. Sodass das nicht einfach eine Legende zu sein scheint, also sozusagen ein ausgedachtes Märchen, was sich dann tradiert hat, sondern dass es auf etwas zurückgeht, was tatsächlich mal geschehen ist. Und wie kann man behaupten, könnten Sie jetzt fragen, wie kann man behaupten, dass an sowas was dran ist? Der einzige Beleg hier ist, dass die Wahrheit frei macht. Wenn einer eine Wahrheit sagt oder erkennt, fühlt er sich hinterher freier. Wenn er lügt, fühlt er sich verspannt. Andersrum gesagt, wenn das, was einen frei gemacht hat, ihn tatsächlich befreit hat, dann muss es ja wohl eine Wahrheit gewesen sein. Mit anderen Worten, wenn mir so und so viele Leute erzählen von einer Atlantis-Vernichtung, denn es handelt sich anscheinend um eine Zeit, die generell als Atlantis beschrieben wird, und wenn es ihnen nach dem Durchleben des entsprechenden Traumas besser geht, dann würde ich mal sagen, das haben die sich nicht eingebildet, sondern es handelt sich um eine authentische Erinnerung. Also die haben jetzt irgendein Problem, irgendeine Zwangsstörung oder sowas oder Agoraphobie oder trauen sich nicht raus oder trauen sich nicht rein oder was auch immer. Und dann erinnern sie sich daran, dass sie früher mal in Atlantis gelebt haben, dass da was war und dann geht's und dann ist das gelöst oder wie? Ich hatte neulich einen Fall, wo eine Frau sich überhaupt nicht wohlfühlte in diesem Leben, ständig fühlte, sie ist am falschen Platz und ständig mit den falschen Leuten zusammengeriet. Und die Frage, woher kommt dieses Muster, führte dann über verschiedene Umwege zu einem sehr, sehr üblen Unterdrückungs- und Vernichtungsgeschehnis auf schwarzmagische Weise in einer Kultur, die man als atlantisch bezeichnen könnte, weil sie einfach nirgendwo anders hinpasst. Und diese Sitzungspartnerin durchlebte einige sehr üble Vergewaltigungs- und Foltergeschichten. Und ich spreche jetzt nicht von Mittelalter und Streckbank, sondern ich spreche von, nennen wir es mal, Fluch und Zauber und solchen Sachen, was ja auch sehr wehtun kann, wie jeder schamanisch Orientierte weiß. Und nachdem sie durch diese Sache durch war, war auf einmal die Problematik, deren wegen sie gekommen war, Desorientierung im Leben. Sie verstand, wieso sie mit den falschen Leuten zusammen, sie verstand, was sie eigentlich will und was sie schon immer wollte und ging glücklich und zufrieden von dann. Mhm. Ich glaube nicht, dass man eine solche Neuorientierung im Leben lösen konnte, indem man sich selbst eine eingebildete Geschichte vorbetet. Schon gar nicht mit den damit einhergehenden Emotionen und Schmerzen. Da laufen sehr, sehr heftige, technischer Ausdruck ist Dramatisierung, dass man seinen vergangenen Film neu erlebt, in der Gegenwart erlebt, weil das Erinnerungsbild wird irgendwann mal so stark, dass es einen buchstäblich beutelt. Und kein unbekanntes Phänomen, also das ist ja nicht meine Spezialität, das erleben ja alle, die mit Regressions- und Hypnotherapie arbeiten. Und das kann man sich nicht einbilden, vor allem
dann deswegen nicht, weil man die Phänomene schon hat, bevor man die Story hat. So, und wenn dann genügend Leute über genügend lange Zeit sagen, da gab es mal eine Flutwelle, da gab es mal eine Bombardierung, da gab es mal eine Zivilisation, die war so und so und so gestrickt, dann, und das steht nicht in Geschichtsbüchern, dann kann man nur sagen, okay, ja, wird wohl so gewesen sein. So, das erweckt jetzt doch mein Interesse. Ich würde jetzt gerne mal wissen, von all dem, was Sie da gehört haben über Atlantis, wie war denn diese Gesellschaft? Was waren das für Menschen? Was wissen Sie über Atlantis? Ich habe in der Tat vor, die Sitzungsberichte endlich mal zusammenzutragen und daraus so ein kleines Geschichtsbuch sozusagen, Geschichtenbuch zu machen. Aber wenn ich das jetzt grob zusammenfassen darf, dann muss ich sagen, dass Atlantis erstens kein Ort ist, sondern dass diese ganze Erde eine atlantische Kultur war. Das Wort Atlantis kommt ja von daher, dass man vermutete, dass es im Atlantik liegt. Aber die ganze Erde war eine Pyramidenkultur damals, weswegen, als man sich wieder rezivilisierte, überall Pyramiden gebaut wurden. Also man hat sich rezivilisiert. Warum? Komme ich gleich dazu. Schieben wir noch einen Moment auf. Diese atlantische Kultur, um Ihre erste Frage zu beantworten, was war eigentlich los damals? Die zog sich ja über sehr, sehr lange Zeit hin und fing an mit einer sehr, nennen wir es mal, feenhaften oder elfenhaften weißmagischen Kultur, die aber mit der Zeit immer mehr gekoppelt wurde mit einer schwarzmagischen Konkurrenz und dadurch entstanden bereits interne Streitigkeiten. Und wie das so ist, wenn erstmal interne Streitigkeiten gegeben sind, kann ein Dritter von außen zugreifen und daraus ein Machtpotenzial für sich schöpfen. Und auf die Weise konnte dann durch äußere Eingriffe eine Zerstörung dieses Planeten stattfinden, die halt in vielen Fällen mit erstaunlicher Exaktheit beschrieben wird. Und man hatte eine Kommunikation mit Kristallen, man hatte Kristallcomputer, man hat telepathisch gearbeitet. Es war eine sehr hochstehende geistige telepathische Kultur, die komplett zerstört wurde. Und das haben Sie jetzt alles aus Interviews oder aus Sitzungen mit Leuten? Das sind tiefen Erinnerungen, die, das möchte ich noch betonen, die nicht so von selbst kommen. Auch übrigens, ich war damals in Atlantis und war Hohenpriesterin und so weiter. Also es ist nicht so locker vom Hocker, sondern diese Sachen werden gegen emotionale Widerstände ausgegraben und erarbeitet. Was einige Stunden dauert und wirklich nicht einfach ist für den Beteiligten. Und so setzt sich diese Landkarte zusammen. Und zu Ihrer zweiten Frage, was heißt rezivilisieren? Oder ganz kurz, wie ist denn diese Zerstörung vonstatten gegangen? Was ist denn da passiert? Nach allem, was ich dem entnehmen kann, was man mir erzählt und was ich, das muss ich dazu sagen, auch ich selbst habe diese Erfahrung gemacht, denn ich selbst bekomme auch Sitzungen von Kollegen, ich bin auch auf dieses Material gestoßen. Ich kenne übrigens keinen, bei dem es nicht so gewesen wäre. Da gab es einen Angriff von außen mit Raumschiffen und einer Bombardierung. Und diese Bombardierung führte zu einem, nennen wir es mal, Flächenbrand. Und der wiederum führte zu einer Klimakatastrophe. Und dann haben wir den nuklearen Winter und dann haben wir den Schnee und dann haben wir den Regen und so weiter und so weiter. Wer das wunderbar beschreibt übrigens, ist Hans-Joachim Zillmer in seinem Buch Darwins Irrtum. Der beschreibt es, als wäre er dabei gewesen. Und genau dieses Szenario, das Zillmer beschreibt, der ja ein Geologe ist, das wird mir von Leuten aus der Erinnerung heraus mit größter emotionaler Anteilnahme berichtet. Okay, so, also da könnte man jetzt noch ganz viel drüber reden, aber das ist ja nicht unser Thema in der Sendung. Aber es ist trotzdem interessant zu hören, dass Sie also von einem Angriff von außen ausgehen, der diesen Kataklysmus losgetreten hat, von dem ja auch viele Leute davon ausgehen, dass es einfach wirklich eine Naturkatastrophe war, wie eine Überschwemmung oder irgendwas oder Vulkanausbruch oder sowas. Aber Sie gehen wirklich von einem Angriff durch Raumschiffe aus. Hochinteressant. So, jetzt die nächste Frage natürlich jetzt zurück in die Zukunft. Was kümmert uns das heute noch? Haben wir jetzt nicht andere Probleme? Herr Erdogan, Brexit, Trump, was weiß ich, Rechtsruck in Europa und so weiter und so fort. Ich meine, spielt das heutzutage noch irgendeine Rolle, was damals in Atlantis gewesen ist? Nun, es gibt in der Psychoanalyse den Begriff des Wiederholungszwangs. Und der ist im individuellen Bereich
ganz offensichtlich, dass Dinge, die uns widerfahren sind, wo wir Opfer wurden, dass wir in eine Wiederholungsschleife reingeraten und diese Dinge, obwohl wir ja nicht wollen, dass sie wieder geschehen, trotzdem, wir arrangieren das Leben so, dass es uns immer wieder geschieht. Da gibt es also ein Verhaltensmuster, ein unerwünschtes Verhaltensmuster im Leben eines Menschen, das zurückgeht auf eine vergangene Traumatisierung, die kann im vergangenen Leben gewesen sein, das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass sie verdrängt ist. Also weiß man nicht, was der Motor ist, der ihn dazu treibt, immer wieder das Falsche zu tun. Wenn Sie von sich sagen, ich schaffe das halt nie, egal was ich anpacke, ich schaffe es nicht. Dann ist die Frage, wann haben Sie das gelernt? Sie sind derjenige, der es nicht schafft. Aber irgendwann mal waren Sie der, der es schaffte. Was ist geschehen, dass Sie vom Schaffenden zum Nichtschaffenden wurden? Und da sitzt ein Trauma und das ist verdrängt. Dasselbe gilt für die Menschheit insgesamt. Wenn wir eine globale Katastrophe annehmen, und ich möchte da dem Psychoanalytiker Velikovsky erwähnen, der hatte das Buch geschrieben, was auf die These hinausläuft, die Menschheit leidet unter einem Zusammenprall mit der Venus. Er ging davon Immanuel Velikovsky ging davon aus, dass wir unter einem globalen Trauma leiden durch einen Sternenzusammenstoß. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, sondern dass es tatsächlich um dieses... Mir erzählt keiner von einem Zusammenstoß mit der Venus, verstehen Sie? Es kommen immer wieder ganz bestimmte Zeitepochen hoch. Und das eine ist dieses Atlantis-Leben, was das Schöne angeht, das Atlantis-Leben, was die Zerstörung angeht. Und dann der Versuch, das Alte wieder herzurichten. Und dann baut man eben Pyramiden. Und dann versucht man, Glanz und Gloria jener alten Tage in die Neuzeit reinzuretten. Und das ist ein Wiederholungsmechanismus. Was das mit Trump und Erdogan und AfD und so weiter zu tun hat, ist meines Erachtens Folgendes. Sie haben in einer traumatischen Situation die Identifikation mit dem Täter, mit dem Bösewicht. Das kennt man in der Gefängnispsychologie als das Kapo-Syndrom. Hatte man in den Konzentrationslagern sehr stark. Wenn ich als Gefängniswärter einem Insassen Vorteile davon verspreche, dass er die Insassen unter ihm ausspioniert oder auf eine bestimmte Weise drangsaliert, dann wird er diese Vorteile wahrnehmen, vorausgesetzt, ich habe ihn selbst genug drangsaliert. Das heißt, ich mache ihn zu meinem Opfer. Und dann wird er wie ich und macht andere zu seinen Opfern. Und dieses Phänomen der Identifikation mit dem mächtigen Bösen, das scheint mir die Basis für unser kulturelles oder globales Wiederholungsmuster zu sein. Denn, das ist jetzt keine Philosophie, sondern das bezieht sich auch auf ganz konkrete Erinnerungssequenzen, dass man den Moment erlebt, wie ein Größerer einen vernichtet und dann sagt, um mich zu retten, werde ich wie du. Und damit haben wir das Phänomen, was ich als Gröfatz bezeichne, der größte Führer aller Zeiten. Gröfatz. Gröfatz, ja, größter Führer aller Zeiten. Und diese größten Führer aller Zeiten, die gibt es ja durch die ganze Menschheitsgeschichte. Vor ungefähr 70 Jahren hatten wir den letzten in unserem Lande, aber anderswo auf der Welt gibt es die immer wieder in Neuauflage. Und wir hatten Genghis Khan und wir hatten Alexander und wir hatten Napoleon. Das waren alles Männer, wichtig, das waren alles Männer, die die Welt erobern wollten. Und so groß die jeweilige Welt war, sie sollte eben von mir, diesem Mann, beherrscht werden. Wir haben eine paternalistische, patriarchalische Gesellschaft. Wir haben einen Vorrang des Mannes. Wird ja auch in vielen Gesellschaften heute noch dramatisiert im Sinne eines Wiederholungstuns. Das heißt, dieser größte Führer erscheint sowohl als der Papa in der Familie, wie auch der Papst der katholischen Kirche, wie ein politischer Führer und so weiter und so weiter. Und letzter Satz, wenn wir jetzt bei der AfD sind, die sehnen sich nach jemandem, der es richtet. Sie möchten einen, der gut führt.
Und das ist dasselbe Argument, das sie damals in der Weimarer Republik hatten, als sie den Hitler gewählt haben, ist immerhin ein gewählter Volksvertreter. Zudem sprangen sie alle als dem neuen Kaiser, weil die brauchten einen, der es doch bitte richtet. Mhm. Ja? Das würde den kommerziellen Erfolg des Buches Er ist wieder da erklären. So, also, okay. Und das ist also jetzt dieses geheimnisvolle Muster, das sich durch alle Generationen zu ziehen scheint, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Unsere Anhaftung noch an dem Bild eines großen Mannes, eines großen Mannes, der es richtet. Eines männlichen Wesens, der es richtet. Und das könnte man als einen Archetyp bezeichnen. Jetzt nicht im Sinne von Carl Gustav Jung, sondern wirklich als eine Prägung durch ein bestimmtes Ereignis, was immer wieder durch die Kulturen geistert und zu politischen Entscheidungen führt. Also das zugrunde liegende ist ja aber doch nicht, dass es dann wirklich irgendwie immer wieder Leute gibt oder dass es keinen gibt. Denn wir haben ja jede Menge Gröfatze, ja. Egal wohin man guckt, in welche Ecke, es gibt überall einen Gröfatz. Aber die Frage ist ja, inwieweit beeinträchtigt dieses autoritäre Gedankenmuster unsere Welt und wie kommen wir da raus? Ich glaube, nach den Anzeichen, die ich sehe und nach meiner Bewertung dieser Anzeichen, sind wir in dieser gegenwärtigen Zeit dabei, uns von diesem Archetyp zu lösen. Sehen Sie das wirklich so, ja? Das sehe ich so. Ich betrachte, sehen Sie zum Beispiel, ein ganz wichtiger, größter Führer war die katholische Kirche. Die katholische Kirche hat diesen Status nicht mehr. Gegenwärtig zerbricht der Islam. Der Islam durch seine eigene Betonung des Archaischen, des Mittelalterlichen, macht sich selbst in dieser modernen Welt unmöglich durch die damit verbundenen Taten. Auf einmal muss der Islam sich auf eine Weise selbst hinterfragen, wie es der Islam bisher nie gemacht hat. Denn kritische Selbstreflexion gehört traditionell nicht zum Islam dazu. Also entsteht hier in Sachen Islam, was ja eine sehr starke, sehr autoritäre Struktur ist, von Allah über Mohammed zum Gläubigen, übersetzt durch einen Imam, und da gibt es keine Ausreden. Das ist so ähnlich wie die katholische Kirche zu Inquisitionszeiten, diese Stärke. Und das ist am Zerfallen. Wir haben immer häufiger greifen wir zu paritätischen Systemen, zu Lösungen auf Augenhöhe. Nur sind wir wegen des Wiederholungszwangs noch nicht so geschult darin, damit fertig zu werden. Außerdem gibt es einen Haufen Leute, die versuchen, das Alte zu retten, weil sie in diesem Gröfatz-Denken, in diesem Führerdenken verhaftet sind und dann immer wieder welche an sich ziehen, die da mitmachen. Aber das ist am auslaufenden Ende, meines Erachtens. Aber woher nehmen Sie diesen Optimismus, dass wir wirklich gerade dabei sind, so dieses Paritätische, wie Sie sagen, also auf Augenhöhe miteinander eine Gesellschaft zu organisieren, dass wir wirklich dabei sind, das zu tun? Denn wenn wir uns anschauen, wen das amerikanische Volk als Präsident gewählt hat, muss man ja sagen, das wirkt jetzt nun nicht gerade wie jemand, der das vorhat. Und wenn wir uns anschauen, wie es mit dem IS ist in diesen Ländern und so weiter, kann man eigentlich bestenfalls von einer Verschiebung des Machtgefüges sprechen, aber doch nicht von einer Abschaffung von autoritären Systemen per se auf der ganzen Welt. Nun, Trump erfährt heftige Kritik. Dass er gewählt werden konnte, liegt darin, dass er sagte, ich bin der größte Führer aller Zeiten, ich richte das für euch. Aber es hat nicht funktioniert. Er kriegt jede Menge Kritik, dass immerhin ausreichend etablierte demokratische System der Amerikaner lässt es nicht zu, dass er einfach machen kann, was er will, obwohl er das gerne möchte und obwohl er wahrscheinlich deswegen gewählt wurde. Mhm. Und die IS, wenn Sie sich vorstellen, dass wir in Gewohnheitsmustern leben. Wir erfinden ja nicht unser Leben Tag für Tag neu. Wir leben in Gewohnheitsmustern. Der englische Biologe Rupert Sheldrake spricht hier von morphischen Feldern, die quasi Gedankenblasen sind, die zur Gewohnheitsbildung und zur Gewohnheitsvertiefung führen. Wenn wir also über Generationen und Generationen, über Jahrtausende buchstäblich ein gewisses Pattern am Laufen haben, dann kann man das nicht über Nacht fallen lassen. Und es wird irgendwann seine Kraft verlieren, wenn bestimmte Archetypen
entkräftet wurden. Und dann fängt es an auszurollen. Dabei wird aber immer noch heftig dramatisiert. Und die Blutbäder, die wir zurzeit sehen, halte ich persönlich für den letzten Versuch, die alte Geschichte noch in die Zukunft zu retten. Aber es gibt genügend kluge neue Gedanken, die einen Gegenpol darstellen. Es wird reflektiert, ob es nicht was anderes gibt als den Kapitalismus. Das ist eine grandiose Geschichte. Man denkt über andere Wirtschaftssysteme nach. Man denkt über eine globale Rettung nach. Also wir begreifen uns selbst als Leute, die teilnehmen und auch Verantwortung tragen. Ist es das, dieses globalisierte Denken, jetzt nicht im wirtschaftlichen Sinne, aber einfach im Sinne von des Umfangs des Horizontes, dass wir uns nicht mehr nur als irgendwie Dorf begreifen oder kleine Gemeinschaft, sondern als wirklich globale Gemeinschaft immer mehr. Ist es das, was jetzt dazu führt, dass diese autoritären Strukturen aus der Vergangenheit überwunden werden sollen, Ihrer Meinung nach? Nein, denn es gab zu allen Zeiten Leute, die über den Tellerrand geguckt haben. Wenn jetzt der Tellerrand Mitteleuropa war, dann haben sie halt über ganz Europa geguckt, weil man die ganze Welt noch nicht kannte zum Beispiel, also zu früheren Zeiten. Es gab immer Leute, die über den Tellerrand geguckt haben, sie sind immer wieder gescheitert. Ich habe in den Mindwalking-Sitzungen, die ich mit Leuten durchgeführt habe, mit Sitzungspartnern, oder die ich supervisiert habe, wenn andere mit anderen diese Sitzungen durchführten, denn die Supervision, die geht auch, ging bislang immer durch meine Hände, mittlerweile ist sie delegiert. Ich habe gesehen, dass immer wieder ganz bestimmte zentrale Gestalten, und jetzt muss ich leider dieses Wort verwenden, im extraterrestrischen Management angesprochen wurden. Ich kann nicht umhin zu schließen, dass es bestimmte Drahtzieher gibt an bestimmten Stellen. Und wenn die angesprochen werden und, um es mal salopp zu sagen, auf den Pfad des Guten gebracht werden, dann entsteht ein Personalschwund auf der anderen Seite. Und dann funktionieren auf einmal bestimmte Koordinationsfäden nicht mehr. Das ist jetzt ein Thema, an dem ich jetzt noch 100.000 Fragen hätte, aber am Ende der Sendung ist das schwierig. Ganz kurz noch. Letzter Satz, nur, dass es nicht allzu verstiegen klingt. Man möge bedenken, dass seit mehreren tausend Jahren intensiv und gezielt meditiert wird. Und das, womit sich die Tibeter beschäftigt haben und was die alles gesehen und geknackt haben, das war nicht einfach nur, ich fühle mich wohl, ich fühle mich wohl, sondern die haben auch gezielt an großen Finsterlingen gearbeitet und das geschieht seit vielen tausend Jahren. Also die arbeiten an der Transformation dieser morphischen Felder, von denen Sie vorhin geredet haben. Ja, und auch der Personen, die vielleicht dafür verantwortlich sind, dass diese morphischen Felder entstanden sind, unterhalten sind. Denn die nennen auch Ross und Reiter in ihren Meditationen. Und von daher gesehen habe ich vielleicht das Glück, hier in einer Endphase mitwirken zu dürfen. Aber das ist ja nicht, nur das ist hier nicht der falsche Eindruck, das ist ja nicht mein alleiniges Tun. Sondern ich sitze auf dem mit meiner Tätigkeit, mit meiner Kenntnis auf dem Rücken von langen, langen Generationen von Leuten, die Ähnliches getan haben. So, Sie sehen die Menschheit also derzeit in so einer Art Endphase eines alten Gesellschaftssystems. Der letzte Tanz der dunklen Mächte, Ihrer Meinung nach, ist ja bald vorbei. Vielleicht schaffen wir es, das möglichst kurz und prägnant auszudrücken. Wie wird die Zukunft der Gesellschaft denn aussehen auf dem Planeten? Wir werden noch einige Generationen lang sehr viel Blut sehen, leider. Es wird eine Weile dauern, bevor wir uns daran gewöhnt haben, dass alle Völker ein Volk sind und dass sich die Farben mischen und eine Mischbevölkerung entsteht. Es wird eine Weile dauern, bevor wir uns mit dem Internet und der Automatisierung und dem Erscheinen von Robotern angefreundet haben, was übrigens meines Erachtens Einflüsse von außen sind. Keiner auf dieser Erde denkt sich, ich bräuchte einen Roboter. Es gibt jetzt eine Zusammenarbeit von Israel und Frankreich. Da setzt sich in Israel einer hin und steuert einen Roboter in Frankreich mit Gedankenkraft. Ohne elektrisches Kabel dazwischen. Das geht mit Gedankenkraft. So weit ist man mittlerweile. Woher kommt eine solche Fantasie? Verstehen Sie? Das ist irgendein Technology Transfer, der von sonst wo geschehen ist. Aber nun haben wir ihn. Und deswegen müssen wir damit klarkommen. Wir müssen also
unsere irdische, oder wir werden unsere irdische Gesellschaft ausrichten nach dem System von Selbstermächtigung, Selbstbestimmtheit, miteinander auf Augenhöhe, auf einem sehr hohen technologischen Niveau, was wir nun eben mal nicht streichen können. Es wäre unmöglich, zurückzugehen zu Pferd und Wagen. Das geht nicht. Mhm. Na gut, ich hoffe, das ist alles keine hehre Zukunftsfantasie, denn die klingt ja für mich doch ein bisschen sehr westlich orientiert. Ich meine, wenn man sich überlegt, in Afrika sind gerade 20 Millionen Menschen dabei zu verhungern in der größten humanitären Katastrophe seit 1945. Ja gut, 1945. Aber das ist ein Wirtschaftsproblem. Ich meine, das ist ein Teilproblem des Kapitalismus. Das ist ein Teilproblem der Gröfertsphilosophie. Dieses, um es im Management-Jargon auszudrücken, Win-Lose-Systems. Es gibt einen Gewinner und der Rest darf verlieren. Und wenn wir ein Win-Win-System einrichten und es wird eine Weile dauern, dann hungert auch keiner mehr. Und das bisschen Zukunft, was ich sehen kann, sagt mir, dass in 200 Jahren dieser Planet ein ganz anderes Gesicht haben wird. Hm. Und das Gesicht sieht wie aus? Das auf Augenhöhe und... Um es mal simpel auszudrücken, es wird Frieden sein. Okay, hoffen wir, dass Sie recht haben. Ich freue mich schon drauf. Wir werden eine friedliche Welt haben. In 200 Jahren mich daran erinnern zu können, dass wir das Gespräch jetzt hier geführt haben. An diesem Tisch werden wir uns in 200 Jahren treffen und dieses Gespräch fortsetzen. Und dann hoffe ich, dass mich meine schlechten Erinnerungen an das, was wir hier besprochen haben, nicht dazu bringen, diesen Frieden wieder in Frage zu stellen. Mindwalking, eine echt interessante Sache. Sie haben ja auch ein Buch dazu. Und wo bekomme ich eigentlich weitere Informationen über Mindwalking? Sie können Mindwalking, dieses Wort im Internet bei Google eingeben, kriegen Sie jede Menge Videos und Informationen. Dieses Buch insbesondere beschäftigt sich mit Können Sie mal kurz in die Hand nehmen, vielleicht, dass dieses man es auch mal Buch sieht. Dieses Buch insbesondere beschäftigt sich mit der Zukunft. Wo ist die Kamera? Halt es mal ruhig hier so vor sich hin. So. Da geht es um das, was man tut, wenn man mit seiner Vergangenheit zurechtgekommen ist. Wie gestalte ich meine Zukunft? Was muss ich unternehmen, damit sie sich erfüllt? Daher Vision und Organisation, um Lebenserfolg zu erreichen. Und das, was hier drin steht, global angewendet, würde funktionieren. Das ist nicht eine Ein-Mann-Geschichte, es ist eine Geschichte, die für große Gruppen und für die ganze Erde funktionieren könnte. Deswegen bin ich mir so gewiss, dass es klappt. Denn wenn erst mal 7 Milliarden Menschen dieses Buch gelesen haben werden, dann wird mir eine andere Welt. Also, da haben Sie sich ja wirklich ein Mammutprojekt vorgenommen, Herr Kramer. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Ich freue mich auf unser nächstes Interview, hoffentlich nicht erst in 200 Jahren. Vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen.